Schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 7 mit Marc und Toffi. Jetzt spielt tatsächlich mal der Toffi zum ersten Mal. Ich habe ihn so hinterfotzig in der schlimmsten Stelle einfach abgesetzt. Ach, viel schlimmer kann es, glaube ich, gar nicht werden. Ja. Ich hatte mal einen kleinen Test. Wir könnten tatsächlich mal auf der Karte schauen, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Back. Genau. Also wir waren hier diesen Hinterraum. Das Hinterstübchen vom Esszimmer. Da war noch nicht drin, genau. Ich würde übrigens auch, der hat sich doch vorhin über diesen Tisch da vorne gebaut. Haben wir den schon angeschaut? Nee. Hier haben wir uns die Bilder angeschaut. Du weißt, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich dich finde... Schau ganz langsam um die Ecke. So ein Lehnen fehlt irgendwie, gell? Ja. Das ist die Taktik-Shooter-Nummer. Ja, es gibt's ja auch bei Outlast, gibt's auch. Okay, schau mal auf den. Ah! Okay. Okay, jetzt schau mal auf die Karte. Geh zurück. Jetzt auf die Karte schauen. Okay, ich tipp mal drauf, dass wir in diesen kleinen Raum wahrscheinlich müssen. Also nicht diesen großen Raum, meine ich. Das heißt, wir müssen durch. Also, weil das ist ja der einzige Raum, wo wir jetzt rein können. Ich meine, da unten ist noch ein Schloss, aber ich. Schauen wir uns vielleicht... Welchen kleinen Raum meinst du jetzt? Also Entschuldigung, ich meine den ganz großen, der direkt jetzt rechts von uns ist. Ja. Da müssen wir durch die Küche rein, glaube ich. Ja, da können wir auch durch die Wand rein. Da hat er einen, Nein, das ist... Geh mal zurück. Du kannst dich nicht verstecken. Nicht so weit um die Ecke gehen, weil da kann er dich wahrscheinlich sehen. Weil wir haben jetzt Glück, dass er jetzt nicht dahin kommt. Da, wo er das Pfeil drauf zeigt, auf den Raum. Stimmt, da kommen wir auch so rein, hast recht, ja. Gehen aber trotzdem mal auf Y. Und schau den Schlüssel mal an. Kellerklappe. Ja, okay, der wird dann nicht für, also der wird nicht für diesen Schrank sein, also der wird für irgendwas anderes sein. Nee. Also ich möchte auch nicht hin, weil der Schrank ist nämlich direkt da, wo er steht. Okay. Ja, okay, dann machen wir es dann. Dann gehst du jetzt langsam um die Ecke und schaust, ob wir da irgendwas finden in dem Raum. Also richtig haben wir uns ja nicht umgeschaut. Wie mache ich Türen zu? Mit A. Aber ich würde es vielleicht gar nicht machen. Weil ich glaube, das hört er. Okay. Ich glaube, wenn du hier stehst, bist du sicher. Da! Luke! Rechts, Luke. Ja. Oder? Nee, okay, ich habe mich geirrt. Doch! Passe. Jetzt reiner. Und A drücken. Und runter. Ich kann nicht schneller. Und ducken. Okay, jetzt schauen wir uns erstmal da um. Wir sind jetzt, glaube ich, erstmal für eine Minute safe. Geh mal zurück in den... zurück. Da oben haben wir noch gar nicht geschaut. Vielleicht liegt da ja noch was. Also nicht die Luke. Wollen wir kurz gucken, wie kann ich mich denn ducken? Mit dem rechten Stick eigentlich, oder? Ja, ich glaube, du bist schon geduckt. Na. Ah. Nee, hier gibt's nix. Was ist das? Oh Gott, das ist noch schlimmer, als selber zu spielen. Das ist diese Macht, also diese Hilflosigkeit. Ich bin völlig den Gutdünken von Toffi ausgeliefert. Ach, alter Resident Evil-Veteran, ich mach das schon. Schnitt tot. Ja. Oh, kann ich irgendwas machen? Nee. Nur anlehnen. Oh, das ist ja mal anders. Man muss, glaube ich, echt. Boah, wow, was ist das? Nutella? Okay. Nee, aber. Nischi. Nischiller, wie geil. Okay, das sah jetzt scary aus. Das ist Die haben also angefangen zu schweben. Ja. Ist das ein Bug oder ein Feature? Das hört sich an, als käme der gleich. Antike Münze, ich dachte, wir können Rasenmäher als Waffe verwenden oder so. Ja, man muss tatsächlich länger auf so Bereiche hinschauen, damit so Sachen eingeblendet werden, gell? Also wenn man so vorbeigeht, kann man schon Sachen übersehen. Ist vielleicht gut zu wissen, dass wir uns mal alles gründlich anschauen. Aber ich glaube, ich schätze mal, man kommt hier nochmal hin, wenn nicht irgendein Verrückter durch die Gegend pumpt. Kann gut sein. Das ist über uns, gell? Klingt so, ja. Ja gut, was willst du machen? Ist ja sein Haus. Gutes Argument. Ja. Ich sehe nichts. Könntest ja auch mal aufstehen. Ja, das schaut doch safe aus. Also so safe. Alter, da ist... bewegt sich doch was. Was ist denn das? Ja, da ist es die Oma. Duck dich. Oh, da kann man speichern, direkt vor uns. Wo? Geh mal wieder rauf. Direkt vor uns. Na, oh. Ja, mach einen neuen Speicherpunkt. Wie mach ich das? Oben. Ach, neuer Speicher, okay. Ja. Oh.
Das Spiel macht einen schon so ein bisschen. Wie ein Fuchsig. Ja, okay, jetzt können wir uns ja erstmal in Ruhe umschauen. Was ist das denn? Okay. Jetzt schauen wir uns erstmal die Oma an. Oder? Ja. Hä? Wo ist die Oma? Da lag doch! Nee, das war. Ich dachte, das war das Ding, okay? Ja, ja. Verrückt. Ey, das sah jetzt echt aus, das liegt da in der Ecke irgendjemand. Oh, Karte des Haupthauses. Schön. Okay, mal kurz anschauen. Das ist ein Waschraum. Ah, okay, das ist direkt daneben an. Waschraum, Ja, wir müssen hier uns auf jeden Fall umschauen, weil weiterkommen jetzt. Achso, das haben wir schon gelesen, ja. Okay. Was haben wir denn hier? Ist nicht furchtbar. Das erste in diesem Haushalt. Es riecht sonst alles. Oder das was? Drehen. Kann man's dann. Ah. Dietrich. Dietrich. Hey. Es ist die Frage, ob wir auch so Master des Unlockings sind wie Jill Valentine. Ich glaube nicht. Oh, das mag ich aber. Nein, das gefällt mir jetzt schon wieder, dass man sich Items halt so gründlich anschauen muss, um dann rauszufinden, wie sie funktionieren. Kraut, flüssige Chemikalie. Das ist nicht schlecht. Oh, Objekte im Inventar kombinieren. Geh mal rauf. Also bevor du das machst, checken wir erstmal. Eine Flüssigkeit, die erst mit anderen Objekten kombiniert werden muss, um nutzbar zu werden. Okay. Klick die einfach mal an, kombinieren, und wir kombinieren es noch mit nichts, aber wir können einfach mal schauen, womit wir es kombinieren können. Ja, oben ist das Objekt kombinieren. Nur mit dem grünen Kraut. Ja. Ja, dann lassen wir es erstmal. Wahrscheinlich kannst du es einfach nur verätzen, dass es komplett wertlos ist. Ich habe nämlich, glaube ich, gelesen, dass man auch Munition scheinbar. Eine Kiste! Boah, schmeiß die Münze rein. Einfach weil wir es können. Ja, okay. Was ist das? Alle bewegen, eins bewegen. Okay. Ach, E-Mail von mir. Ja, schmeiß die Chemikalie auch rein, die benutzen wir jetzt eh noch nicht. So. Nochmal gründlich umschauen, ob wir nicht doch noch irgendwas übersehen haben. Ja, die Milch ist furchtbar. Nicht, ja. Nö. Okay, dann können wir erstmal auf der Karte schon unseren nächsten Plan fassen. Okay, wir können jetzt mit dem Dietrich. Wir in den gefährlichen Gang, nicht? Mit dem Dietrich können wir das aufschließen. Aber wo gehen wir dann hin? In die Eingangshalle, würde ich sagen. Wenn wir das geschafft haben, oder? Dann sind wir in der Eingangshalle. Hä? Wo ist denn diese Tür da oben? Das ist mir. Moment. Ups. Nee, uns fehlt ja aber trotzdem der Schlüssel für, um in die Eingangshalle zu kommen. Achso, ich dachte gedacht, dass wir das vielleicht mit dem Dietrich schaffen. Aber ich tippe jetzt eher drauf, dass der Dietrich für die Türen ist, wo kein Schlüssel angezeigt wird. Vielleicht brauchen wir die. Vielleicht müssen wir die Münze doch mitnehmen. Vielleicht ist die Münze. Wir müssen die mal untersuchen, wir haben die noch gar nicht richtig angeschaut. Stimmt, ja. Vielleicht ist die Münze halt echt für die Eingangshalle. Wir sind so Rätsel entwöhnt. Ja, das ist echt so. Ja. Das ist ganz verlernt. Okay. Was ist das hier? Okay. Nein, nicht weg. Oh Gott. Okay, es ist so ein Pelikan. Noch ein Pelikan. Voll ist unser Inventar jetzt noch nicht. Ich würde die einfach mal mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt noch brauchen. Ja, ich würde es halt für die Eingangshalle tippen, dass es halt so eine Rätseltür ist oder so. Ja. Erstmal auf der Karte vielleicht schauen. Sollen wir zuerst zur Eingangshallentür gehen und schauen, ob wir die irgendwie aufnehmen? Ja, weil andere Optionen haben wir nicht. Es gibt ja keine Tür, wo wir jetzt weiterkommen. Was ist denn das unten? Neben der Tür Esszimmer ist irgendein Symbol. Ja, es ist aber für so einen Schlüssel. Vielleicht kann man sie aufschließen. Das könnte man eigentlich fast als erstes versuchen. Ich meine, wir haben gespeichert, wir können jetzt einfach... Wird da halt immer noch irgendwie rumgeistern wahrscheinlich, oder? Entriegelt, ja. Also wir können es ja mit dem Dietrich mal versuchen, aber ich kann mir nicht vorstellen... Fuck. Okay. wenn wir ihn nicht sehen, sieht uns auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob das die Schritte von ihm sind oder von uns. Ich glaube, das schon von dir, ja. Nee, war nicht. Mach die Tür weiter auf, bitte. Dann geh nach rechts oder schwarzen. Oh, Telefon! Oh Telefon, bounce, Telefon zurück. Und Tür zu. Schnell rangehen, bevor er rangeht. Gut gemacht, Ethan. So, ich danke schön. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Die Hand, ey. Verlier nicht zum Beispiel deine Hand. Ja. Reizendes Mädchen. Ja, der Ethan, das ist schon einer. Pass auf, jetzt kommt der Jumpscare, jetzt ist er dann wieder da.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht auch erstmal komplett weg ist. Ja, ich glaube auch, dass man, so kann man ja nicht erkunden. Das geht ja genau, es geht trotzdem erstmal da hinten und schau wegen dem. Ich höre auch keine Schritte und er redet ja auch nicht mit einem. Kommt halt gleich so instant wieder durch die Wand geboren. Dietrich? Ach, warte mal, du hast eine Begrenzung. Versuch's mal mit Dietrich. Einfach verschlossen zu können. Geht leicht kaputt. Ah, okay. Okay. Wollen wir es dafür verwenden? Schauen wir es erstmal kurz an der. Aber ich bin mir fast sicher, dass es nicht für die Haupttür reicht. Ah, hier ist eine kaputte Treppe, okay. Nee, das ist auch nicht für die Haupttür. Warum steht da oben Sofa? Weißt du, das ist so typisch Game Design, um dir zu zeigen, also hier gehst du nicht weiter. Scheiß drauf, dafür wird den Dietrich vielleicht lieber aufheben. Ich weiß nicht, ob das so Sinn. Ah doch, schieß auf. Ich hab's mir anders überlegt. Schieß auf, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Wahrscheinlich irgendein Quest-Item und das, wenn ich weiterkomme. Ja, ich würde es mir auch gerade gesagt. Erste Hilfe aus neu. Nee, ja, nicht wirklich. Schlüsseldienst. Öffnen Sie etwas mit dem Dietrich. So, okay. Also ich glaube, wir sind. Ich glaub, ja, okay, dann können wir uns aber merken, dass die Dietriche immer dafür sind, wo diese kleinen Schlüssel angezeigt werden. Ja. Lass mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Messer finde oder so. Wenn wir schon in der Küche sind. Ja, ah, das haben wir alles schon angeschaut. Ja gut, Messer würde ja auch angezeigt werden, wenn hier eins rumliegen würde, nicht? Ja, klopft hier. Was ist das für eine Bewegung? Ja, das ist halt ein Licht, das schreit einer mit der Taschenlampe rum. Gerd hin. Wir sind schon mal da. Okay. Was soll... What could possibly go wrong? Ja, hey. Oh. Hey. Hi. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Ja, na recht. Wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Der wird sowas von draufgehen. Geben Sie mir Ihre Pistole. Ja, nice try. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Hab mich noch nicht entschieden. Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort! Okay, machen wir das zuerst tatsächlich? Was soll ich mit einem Messer? Warte noch. Wieso denn? Mach erstmal die Box kaputt, genau. Also das heißt, wir gehen noch nicht in die Eingangshalle, sondern wir gehen in die Garage. Ja. Dann würde ich aber erst tatsächlich nochmal speichern. Ich weiß, wir haben nicht viel gemacht, aber sicher ist sicher. Weil ich finde, das klingt... Also machen wir uns nichts vor. Er ist ein Cop und er ist ein Schwarzer. Wie lange soll er in den Südstaaten schon überleben? Ich wollte gerade sagen, im Horrorfilm, aber mit Südstaaten stimmt das auch. Okay. Ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, dass sie alleine so einen Kopf losschicken. Ich glaube nicht, dass sie das in echt machen. Das ist voll unrealistisch. Ja. Wahnsinnig. Weißt du, das ist das Einzige, was uns stört, dass dem Typen so die Hand angenäht wurde. Das kann ich noch abkaufen, aber dass so ein schwarzer Polizist alleine losgeschickt wird. Ja, ich glaub, der doch, doch, je mehr ich drüber nachdenke, dass so ein schwarzer Polizist alleine losgeschickt wird, doch, das klingt doch sehr. Der ist bestimmt selbst kriminell. Der hat sich nur verkleidet als Polizist. Ist hier, um den Laden auszuräumen. Wir müssen jetzt ganz groß aufpassen, sonst kriegen wir noch so ein Like von Bernd Höcke, wenn wir so weitermachen. Genau. Björn Höcke, Entschuldigung. Entschuldigung, der feine Herr. Warum riegeln die hier alles mit... Oh, Entschuldigung. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Sie Ihren Job und antworten. Antwort. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben. Ich bin hier nicht eingebrochen, warum? Aber Sie habe ich hier noch nie gesehen. Hey, das Tor! Stopp. Das Tor! Das Tor! Stopp. Stopp. Ah! Oi! Na. Oh. Na. Knarre, rechts. Da. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch. Nice. Verdammt. Ey, ist geil. Lauf weg. Mit B und zurück kannst du uns Quick-Turn machen. Aber brauchst du nicht.
Oh Gott, ich bin irgendwo festgehangen. An ihm zum Beispiel? Ja. Jetzt schau mal, dass du außen rum kommst. Ich hänge an dem verdammten Auto fest. Du kannst im Auto einsteigen, glaube ich, oder? Geh außen rum, geh außen rum. Genau, jetzt links. Ja. Nice. Ah, ohne Schüsse. Nein, bist du so blöd. Beim Kopf wahrscheinlich noch. Warum sollte der Kopf den Schlüssel für dieses Auto? Das ist ja nicht seins. Wo liegt denn der vor allem? Nee, stimmt, der Schlüssel muss woanders liegen. Fuck, ich hab gedacht, das wäre der Polizeiwagen. Ich glaube, das bringt nichts. Alter, jetzt steht der rum, jetzt kannst du auch mal dich erkunden. Irgendwie. Oder die Gegend erkunden. Ich weiß nicht, ich probier's das einfach mal ein bisschen. Wir haben ja. Der klingt gerade so schon rum. Also, der schaut nicht so aus, als würde ihm das irgendwas ausmachen. Nee, okay. It's mildly uncomforting. Ja, da ist auf jeden Fall was drin, aber drehen wir erstmal eine Runde um und noch eine Runde. Da ist auch was drin. Hast also du irgendwas muss ich. Ah! Verdammt, der ist schlau. Schlauer als hier. Ja, mit rechter Bumper kannst du dich heilen, aber das ist unwichtig. Nein, das wollte ich nicht. Warum hast du es denn gemacht? Ja, ich wollte. Ich jetzt schau da links rein. Schau! Ja, er steht halt direkt. Ja, aber du hättest Zeit gehabt. Ich geh jetzt zum Spind. Wenn da irgendwas drin ist oder so. Da ist nur die Tür vom Spind. Geh zurück. Wo zum Teufel glaubst und du, links lang und dann links in der Schublade. Rechts! Nicht da! Ach da! Kombinieren? Ja. Okay, das ist wohl nicht der Schlüssel. Mit RB heilen. Wenn es denn noch geht. Danke. Ach, LB blockieren kann man auch, stimmt. LB ist blocken, so. Ich glaube, wir müssen auf den schießen. Nein, top, wenn der Wagen da schon steht, müssen wir 100 Pro einsteigen. Wir müssen nur das. Da ist der Schlüssel. Jetzt drehen noch eine Runde um den Wagen. Steig bei. Was dagegen, wenn ich eine Runde drehe? Nein, Moment! Hey, Kumpel! Na toll. Warum der erste Schlüssel? Ey, nicht dahinter stehen! Ja toll, vielleicht haben wir echt zu lange gebraucht, das ist einfach. Oh, ja. Bin mir halt sicher, dass wir zu lange gebraucht haben. Wobei ich. Ich steig mit ein. Ja, ich. Warum? Glaub, also ein. Natürlich. Was soll ich denn jetzt noch machen, bitte? Ausweichen! Guck mal, der fährt das Ding doch zu Schrott. Lauf, weg. Ja, es geht nicht, man ist so langsam. Du kannst sprinten. Ja, ist schon klar, man ist trotzdem so langsam. Jetzt sprint halt dahin, der kann ja nicht. Der kann ja nicht im Stand drehen. Du hast doch selber mal Auto gefahren. Du weißt doch, wie der. Was, du kannst doch mal einschätzen, wie das Auto reagiert. Ja, das war ja realistisch. Das war ja irgendwo klar. Naja. Ja, gut, schau mal aber, dass wir vor ihm einsteigen. Wir können ja eigentlich. Ja, ich glaub, man kann ab der Stelle einfach gar nicht mehr schaffen. Warum sollte er aussteigen? Also? Ja. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht sein Auto zu Schrott fährt oder so. Ja, dann steigt er aus und macht uns zu Schrott. Ja, vielleicht explodiert es halt was. Ach so. Ja, sind wir aber. Ja, okay. Aber ich glaube, dem wäre das auch schon wurscht. Ja gut, jetzt wissen wir direkt. Okay, wir holen erst die Knarre. Dann holen wir den Autoschlüssel und dann steigen wir sofort ins Auto ein. Ja, ignorieren wir den Auto und steigen einfach direkt ein. Erst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ja, jetzt lass dich Kot schaufeln und dann. Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp! Wie stopp? Sag einfach vorsichtig hinter ihm. Okay. Autoschüsse holen. Scheiße, war der nicht? Ah, der liegt da. Also, ich lag so auf dem Ding. Okay, jetzt einsteigen rechts. Ha! Und wie das geht? Jetzt fahren wir den zu Schrott, würde ich mal sagen. RT ist vorwärts, LT ist rückwärts. Ja, jetzt nach links und dann packen wir. Zurück und dann holen wir Armin einmal. Krieg mal voll Bock, das in echt zu machen hier. Irgendwelche Südstaaten oder so. Wo ist denn der hin? Hä? Besten Fall tot. Aber der ist ja nicht mehr da. Der was? Ich kann nicht fahren. Oh Mist! Alter! Also lenken kann ich nicht mehr, das macht er jetzt alles. Scheiße! Okay. Also so hat übrigens mein Dad mir auch das Auto fahren. Ich verstehe. Du und ich. Okay, wer als erstes rausspringt? Oh ja!
Ich kann nichts machen. Nein! Scheiße! Oh, Scheiße! Scheiße! Moment. Und wir haben uns geduckt. Er war nicht so klug. Schau mal rüber, ob der im Arsch ist. Oh, shit. Wäre mir nicht so sicher, ob der endgültig im Arsch ist, aber zumindest für jetzt ist er da mal fixiert. Okay, jetzt können wir uns mal umschauen, ob wir noch was finden. Oh. Weg da. Ja, gut. Siehst du, Autos explodieren nicht. Nein! Oh, Junge, schau, was du angestellt hast! Das ist klar. Scheiß Ballern weg. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Jetzt fällt mir echt nichts mehr ein. Geh weg! Du kannst sprinten! Vorbei, vergiss nicht, ja, ich sprinte! Ohne Witz, so schaut das aus, wenn man sprintet. Nee, doch. Ich habe auch schon gesprintet in dem Spiel. Okay. Das war's mit dem brennenden Oppi. Wir schauen uns jetzt noch schnell um, ob wir irgendwas finden. Oh Mann, ich hoffe, das war's jetzt. Rechts ist, glaube ich, noch. Genau, im Schrank. Vielleicht ist im Schrank jetzt was drin, man weiß es ja nicht. Also, dann ist aber nicht auf dem linken Stick sprinten. Also. Linken reindrücken? Ja. Also, bei mir war's. So sprinte ich. Also, so schaut es dann aber aus. Ja, das ist schon sprinten. Das ist tatsächlich ein bisschen armselig. Ja, gut. Also, man muss jetzt auch fair sagen, der Ethan hat schon ein bisschen was durchgemacht. Ja, siehst du, jetzt ist was dran. Also, es ist tatsächlich random, was in diesem Zeug. Ich glaube, links war noch eine Kiste, oder? Ja, das haben wir vorhin schon aufgenommen. Okay. Das ist Illinois, aha. Okay, cross it your mind. Ne. Hätten sie mal draußen aufstehen. Ansonsten sollen. Vielleicht nochmal rumschauen, ob wir noch irgendwas haben. Ansonsten. Nee, ist jetzt nichts mehr. Da, links in diesem Regal. Ja, ja. Stimmt. Ha. Gründlich umschauen, ja. Okay. Oh, hätte nicht. Es war aber dann doch einfacher als gedacht. Also so der direkte Weg war dann doch der einfachste. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es ging halt wahrscheinlich wirklich nicht mehr, wo er schon. Ist er weg? Ich würde mich nicht wundern. Nee, da liegt er noch. Okay. Gehen wir die Leiter hoch, ne? Geht er? Mit A vielleicht? Nee. Okay. Schau mal auf die Karte. Nein, ich musste wirklich genau. Das war so klar, dass der noch nicht tot ist. Zeit, Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Boah. Scheiße! Stimmt denn nicht? Was ist denn mit euch los? So, aber jetzt war's das dann, oder? Warum reicht jetzt eigentlich nicht schon? Schau mal, regeneriert er sich? Wo ich dir. Das kann natürlich sein, obwohl ich dir vorhin 5 gegeben habe. Nee, es sah nur so aus. Okay. Geh trotzdem lieber mal die Leiter hoch. Würde mich trotzdem wundern, wenn es das letzte Mal war, dass wir den gesehen haben. Mhm. Ich meine, mir ging es ja auch blenden drin irgendwann. Ah, okay, ein halber Stiel. Umdrehen? Mehr als ein halber Stiel. Nein, also nicht, das Umdrehen meinte ich nicht. Aha. Jetzt nochmal umdrehen? Ach, das ist umständlich. Ochsenstart. Okay, da könnte man weiter, glaube ich, aber hinter uns vielleicht nochmal schauen, ob wir noch irgendwas haben. Weiter? Ja, tatsächlich. Da geht's wieder raus, das Film. Da ist er. Was war das jetzt? Egal. Irgendwas tun wir jetzt noch, ne? Mit X lädt's übrigens nach. Ah, okay. Ich würde trotzdem die Waffe dann. Wir haben keine andere Waffe, gell? Wir haben nur die. Oh, aber so können wir echt mal schauen. Flintenmunition, okay. Flinte geht's auch. Ja, wir haben das Messer. Dann rüsten wir das Messer aus. Einfach nur so, damit wir nicht dummerweise irgendwie Munition verballern müssen. Ja. Das ist, was garantiert passieren wird. Ja, allein schon Kisten zu öffnen. So. Okay. Oh Mann, ey. Ich glaube, jetzt können wir wirklich mal speichern. Garage! Was ist hier? Achso, der liest es. Das ist ein Autoschrott. Okay. Aber es ist schon krass, wie brutal das Spiel ist. Ja, ne? Aber richtig. Also heutzutage auch alles geht, wenn du es früher mal gemacht hast. Ich meine, wenn es mal Sachen kam, wie zum Beispiel ihr Manhunt oder. Ja, okay, Manhunt ist ja nochmal eine andere Stufe von der. Weil das halt noch so eine ganz komische. Das ist ja eine ätzende Gewalt, weil wenn du ja Leute einfach abschlachtest. Also so. Als du bist der Böse sozusagen. Ja. Weißt du was? Ich würde aber sagen, ein ganz guter Punkt, um eine Pause zu machen. Da können wir nämlich in der nächsten Folge mal in die Eingangshalle schauen.
Ja, wenn wir schon alle nötigen Zugangsmittel haben, klar. Ich tipp drauf. Okay. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo, bis dann. Ciao. Thank you.